Weites Marschland, große Waldflächen, intakte Natur. Das Kuxland. Das faszinierende Wattenmeer ist beherrscht von Ebbe und Flut und zeigt jeden Tag ein neues Gesicht. Gemächlich ziehen die Ozeanriesen auf der Elbe vorbei, bevor sie bei Cuxhaven die Nordsee erreichen. Hier, nur wenige Kilometer südlich der Elbmündung, liegt der Luftkurort Wingst. Als Wingst wird auch der gleichnamige Höhenzug bezeichnet, auf dem die Ortschaft liegt. Mitten in dieser herrlichen Natur liegt der Knaus Campingpark. Man braucht kein Insider zu sein. Dieser Platz bietet Top-Voraussetzungen für einen unbeschwerten Campingurlaub. Ganz gleich, ob Dauercamper oder Camping-Einsteiger. Der Campingplatz liegt traumhaft schön. Sogar ein Angelsee liegt idyllisch inmitten des Parks. Wunderbare Ausblicke, gesunde Luft, beruhigende Stille. Der Campingpark ist terrassenförmig angelegt und bietet genügend Platz für Dauerstandplätze, für Wohnwagen, Karawans und natürlich auch Zelte. Wer keinen eigenen Wohnwagen besitzt, bucht einfach Camping zum Mieten. Diese schicken und voll ausgestatteten Mietwohnwagen stehen zur Verfügung. Selbstverständlich können auch Zelte gemietet werden und der saftig grüne Rasen macht das Campingvergnügen perfekt. Die sanitären Einrichtungen, auch für Behinderte, lassen keine Wünsche offen. Der Knaus Campingpark in Wingst ist wie geschaffen für Familien mit Kindern. Hier sind die kleinen Gäste, die Stars. Neben der Kinderanimation stehen drinnen und draußen zahllose Spielgeräte zur Verfügung und Langeweile gibt es hier nicht. In der Hauptreisezeit finden regelmäßig Sommerfeste mit vielen Attraktionen für Alt und Jung statt. Gute Stimmung versteht sich dabei von selbst. Das Highlight für die Kinder ist das Erlebnisbad in Wingst mit großer Rutsche. Der Eintritt ist kostenfrei. Dies gilt auch für den Sport- und Spielpark, ebenfalls direkt gegenüber des Campingparks. Vorsicht, liebe Eltern! Hier bekommen Sie Ihre Schützlinge nicht mehr weg. Wer es etwas ruhiger mag, geht in den Zoo. Auch hier kostet der Eintritt für die Knauscamper keinen Cent. Reitunterricht für Anfänger und Fortgeschrittene wird ebenfalls angeboten. Die Angebote rund um den Campingpark machen die Ferien perfekt. Jedoch lohnen sich auch Tagesausflüge in die nähere Umgebung. Kulturinteressierte und Naturliebhaber kommen hier gleichermaßen auf ihre Kosten. Ganz klar gehört auch ein Besuch in Cuxhaven dazu. Das Wattenmeer fasziniert besonders die Landratten. Geführte Wattwanderungen werden angeboten und auf Pferdewagen geht's bei Ebbe zur Nordseeinsel Neuwerk. Maritimen Flair kann man im Hafen schnuppern. Frischer Fisch wird hier verarbeitet und verkauft. Ein echter Leckerbissen. Es gibt so viel zu entdecken entlang der B73. Die beiden verraten es. Wir sind in Otterndorf. Sehenswert ist das historische Zentrum. Aber auch der grüne Strand an der Elbe, die hier bereits über 12 Kilometer breit ist, lädt zum Wandern und Relaxen ein. Alle Ausflugsziele rund um Wingst aufzuzählen ist unmöglich. Nicht unerwähnt sollte jedoch Stade sein, die Stadt mit der über 1000-jährigen Geschichte. Ein über 100-jähriges Baudenkmal, welches noch völlig intakt ist, kann man in Osten bestaunen. Die älteste Schwebefähre Deutschlands. Doch zurück zum Campingpark in Wingst. An der Rezeption erhält man alle notwendigen Infos zum Platz. Das Team ist überaus freundlich und kompetent.
Die frischen Brötchen gibt's im Lebensmittelmarkt. Und direkt daneben im Restaurant erwartet eine hervorragende regionale Küche die Gäste. Wer inmitten der zauberhaften Natur und dennoch exklusiv wohnen möchte, diese top ausgestatteten Ferienhäuser sind ebenfalls buchbar. Gesunde Luft, beruhigende Stille und ein umfangreiches Freizeitangebot. Hier kommen Sie als Gast voll auf Ihre Kosten. Im Knaus Campingpark in Wingst. Schönen Urlaub!